Der Kreuzgarten ist der Anlage einer römischen Villa entlehnt. So wie das römische Atrium bildet er einen rundum von Gebäuden umschlossenen Hof und ist vielleicht die prägnanteste Ausformung eines Gartens in einer Klosteranlage. Keiner der anderen Gärten lässt in so klarer Weise erkennen, dass man sich in einem Kloster befindet. Die gärtnerische Gestaltung des Kreuzgartens ist jedoch eher unscheinbar. Eine Rasenfläche wird durch angelegte Wege durchkreuzt und ein Baum bildet das Zentrum. Diese ursprüngliche Grundform, wie sie sich im St. Galler Klosterplan findet, hat sich über die Jahrhunderte vielfach gewandelt, sodass Kreuzgärten heute in ganz unterschiedlicher Weise angelegt sind. In Europa gibt es um die 1000 Kreuzgärten, wobei die Bezeichnung auf den ihnen umgebenden Kreuzgang zurückgeht. In ihm fanden Prozessionen statt, bei denen ein Kreuz vorangetragen wurde. Diese Kreuzgänge waren zum Garten hin mit Arkadenbögen geöffnet und bildeten so einen prägnanten architektonischen Rahmen für diesen Garten.